Vernetzte Computersysteme haben auf Knopfdruck möglich gemacht, was früher mit großem Aufwand verbunden war: das Führen von Listen. Vor allem die von Wirtschaftsauskunftsdiensten und Finanzdienstleistern geführten, bereiten Konsumenten und Datenschützern immer wieder Ärger, denn viele der gespeicherten Informationen sind schlichtweg falsch. Das generelle Manko bei den Wirtschaftsauskunftsdiensten ist schlicht und einfach, dass sie sich die Daten aus dubiosen Quellen besorgen, dass sie sich nicht um die Qualität kümmern, nicht darum kümmern, dass sie aktuell sind, sie prüfen die Daten nicht und sie verabsäumen eine Reihe von Pflichten, die sie gegenüber den Betroffenen haben. Sie müssten die Betroffenen zeitgerecht informieren, dass sie jetzt Daten über sie verwenden. Sie müssten sie über die Struktur dieser Daten aufklären. Also nach unseren Analysen sind etwa 2 bis 4 Millionen Menschen mittlerweile in diesen Listen der Wirtschaftsauskunftsdienste enthalten und davon etwa 90 bis 95% rechtswidrig. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die Wirtschaftsauskunftsdienste machen. In Österreich sind es 3, 4 größere Unternehmen, die auch Privatkunden verwalten und einige hundert kleinere Unternehmen, die zum Teil auf die Daten der großen Unternehmen oder auf eigene Recherchen zurückgreifen. Also die Hauptakteure sind Kreditschutzverband von 1870 und die Firma Delta Vista, wobei die Datenqualität bei den beiden sehr unterschiedlich ist. Tendenziell ist sie beim Kreditschutzverband noch etwas besser. Bei Delta Vista finden wir sehr viele falsche Einträge, auch zum Teil rechtswidrige Einträge, und wir haben einige Urteile auch erwirkt, in denen eben die Daten zu löschen waren oder in denen ein Schadenersatz zu zahlen war. Ein Teil der Quellen sind öffentliche Quellen, wie eben eine Ethikdatenbank, aber in der bin ich ja nur eingetragen, wenn ich einen Ausgleich oder einen Konkurs habe. Viel wichtiger für diese Firmen sind Inkassobüros. Also sie sammeln von Inkassobüros Daten zusammen. Das ist aber in der Regel gar nicht erlaubt, aber das ist die hauptsächliche und eine sehr gebräuchliche Quelle. Die Sozialversicherungsträger dürften eigentlich keine Auskünfte geben. Wir wissen, dass es einen Auskunftsdienst gegeben hat, der ist jetzt mittlerweile in Delta Vista übergegangen, der sich Exekutionsdaten beschafft hat. Diese Wirtschaftsauskunftsdienste sind durch die Gewerbeordnung, § 152, geregelt. In dem steht aber nur ganz allgemein drinnen, dass eben solche Unternehmen berechtigt sind, Auskünfte über die Kreditwürdigkeit einer Person zu geben. Das ist natürlich im heutigen Zeitalter völlig unzureichend. Und wir haben auch festgestellt, dass die Mehrzahl der Einträge, 70-80%, fehlerhaft, falsch oder einfach völlig irreführend sind. Und derzeit wird auch an einer Novelle dieser Gewerbeordnung gearbeitet, in der dann genauer festgelegt wird, welche Daten erhoben werden müssen, wann sie zu aktualisieren sind und wann sie zu löschen sind. Ich kann dann bei diesem Wirtschaftsauskunftsdienst eine Anfrage machen nach dem Datenschutzgesetz und habe dann innerhalb von 8 Wochen eine Auskunft zu bekommen. Ich kann dann diese Daten einerseits korrigieren lassen, aber nach der derzeitigen Rechtslage kann ich auch verlangen, dass alle Daten gelöscht werden. Wird ein Auskunftsersuchen nicht stattgegeben, kann ich mich bei der Datenschutzkommission beschweren. Wird ein Löschungswunsch nicht nachgekommen, dann kann ich zu Gericht gehen und muss hier eine Klage einbringen auf Löschung, auf Unterlassung der Datenverwendung. Und wenn das halbwegs gut begründet ist, dann wird diese Klage auch erfolgreich sein. Wir hatten in den letzten 2, 3 Jahren ungefähr 2 Dutzend solcher Verfahren. Auf der Webseite der AG Daten haben wir sowohl eine Liste der wichtigsten Firmen aufgelistet, als auch ein Musterschreiben, wie Auskunft zu bekommen ist und auch wie die Löschung durchzuführen ist. Das wird von relativ vielen Personen also in Anspruch genommen. Der Kreditschutzverband von 1870 hat einmal gemeint, dass in letzter Zeit, in den letzten Jahren, 75.000 Menschen das in Österreich in Anspruch genommen haben. Und grundsätzlich hat das natürlich einen gewissen Aufwand. Wir haben eben durch unsere Formulare, durch eine sehr genaue Darstellung versucht, das so einfach als möglich
zu gestalten. Aber der Gesetzgeber hat sich zu diesem Weg entschieden und man muss hier schon mit einem halben Jahr Streitereien rechnen, sofern die Daten nicht sofort gelöscht werden. Also die Wertung von Bonitätsdaten obliegt ziemlich stark dem Ermessen sowohl der Auskunftsdienste als auch deren Kunden. Also das wird ganz unterschiedlich gemacht. De facto ist es so, wenn jemand einmal ein Konkursverfahren hatte oder ein Ausgleichsverfahren hatte, dann hat er es relativ schwierig, wieder geordnet wirtschaftlich tätig sein zu können. Also hier werden sehr oft Vorauskassen verlangt, Bargeld wird verlangt, es werden Kontenverbindungen eben verweigert, es wird das Eröffnen eines Kontos verweigert, Kredite sowieso. Das macht das Leben schon sehr, sehr schwierig. Und wir haben hier auch eigentlich gesagt, dass es richtig wäre, bei solchen Fällen sehr wohl gewisse Ansprüche erfüllen zu können, wie zum Beispiel ein Konto zu eröffnen oder auch einen Handyvertrag abzuschließen, eventuell eben mit einem Vorauszahlung oder etwa nur mit einem geringeren Telefonlimit, das eben dann vielleicht nur 50 oder 100 Euro betrifft, und wenn das überschritten wird, muss derjenige jetzt einmal das einzahlen und kann dann wieder weiter telefonieren. Den Anbietern der Telefondienste, aber auch den Banken ist das alles anscheinend zu mühsam, die wollen das nicht. Also ein Interessent, der ein Girokonto auf Guthabenbasis will, weil er eben einen Konkurs zum Beispiel hatte, der bekommt das nicht. Und eigentlich nicht deswegen, weil es ein Risiko der Bank ist, sondern weil die Bank mit einem Guthabenkonto einfach nichts verdient. Die Bank lebt in Wirklichkeit vom Überziehen, von den teuren Verzugszinsen, von den Spesen, die sie da zusätzlich verrechnen können. Und wenn sie das nicht können, ist das kein interessanter Kunde. Hat mit der Bonität eigentlich nichts zu tun. Also es gibt keine Verpflichtung, dass irgendeine Bank mir ein Konto eröffnet. Im Bereich der Telekom-Firmen gibt es diese Verpflichtung sehr wohl, wenn jemand mit den AGBs einverstanden ist, aber eben mit der Einschränkung und die Bonitätsprüfung positiv bestanden wird. Und deswegen wird eben bei den Telekom-Firmen nicht gesagt, ich gebe dir kein Konto, sondern ich gebe dir kein Konto, weil die Bonitätsprüfung nicht bestanden hast. Und damit habe ich auch wieder keinen Anspruch auf das Konto. Ja, die Banken haben untereinander zwei Listen. Das eine ist die Liste der unerwünschten Kontoverbindungen, das ist die sogenannte Warnliste. Und das zweite ist die Kleinkreditevidenz. In dieser Warnliste stehen Kunden drinnen, die schon gewisse Probleme gemacht haben. Und diese Information geht auch an andere Banken. Also wer in einer Bank ein Konto gekündigt bekommen hat, hat es sehr schwer, noch eine neue Bank zu finden. Die Kleinkreditevidenz oder auch Konsumentenkreditevidenz ist an und für sich eine vernünftige Sache, in der steht drinnen, wie viel Kredit hat eine Person schon, und man kann aus dem erkennen, okay, der kann sich jetzt noch einen weiteren Kredit leisten oder nicht. Also das ist an und für sich keine negative Einrichtung. Tatsache ist, dass dort auch oft alte Kredite, die schon längst bezahlt sind, noch eingetragen sind, und auch diese Liste wird bei den Banken untereinander ausgetauscht. Auch hier wären Verbesserungen in der Qualität wünschenswert, es ist aber nicht ganz so schlimm wie in dem Bereich der Wirtschaftsauskunftsdienste selbst. Ja, also ich habe bei jeder Datenanwendung, und das sind auch die Banklisten, einen Auskunftsanspruch und natürlich auch, wenn die Daten falsch sind, dass sie korrigiert werden, beziehungsweise wenn sie nicht mehr notwendig sind, gelöscht werden. Das habe ich natürlich auch bei der Kleinkreditevidenz oder bei der Warnliste der Banken. Der Gesetzgeber hat jetzt nach vielen Jahren und nach vielen Studien, die wir gemacht haben und Klagen, die wir eingebracht haben und gewonnen haben, insoweit reagiert, dass er sagt, er möchte das gesetzlich regeln. Es geht aber natürlich sehr langsam voran, weil auf der einen Seite die Wirtschaftsauskunftsdienste das, was sie jetzt rechtswidrig machen, sich in das Gesetz hineinschreiben lassen wollen, damit es eben rechtskonform wird, und Konsumentenschützer natürlich kein Interesse haben, dass der rechtswidrige Zustand
jetzt plötzlich legalisiert wird. Also wir sind in einer bisschen in einer Pattsituation und die politische Elite in Österreich ist auch nicht so standhaft und durchsetzungsfähig, dass sie die Interessen der Bürger vertritt, sondern sie lässt sich dann lieber von einer kleinen Lobby einkaufen.